In diesem Video geht es um die Berechnung des elektrischen Leitwertes. Und dazu müssen wir hier diese Schaltung, von der wir jetzt halt den elektrischen Leitwert G berechnen wollen. Und jetzt erstmal ganz kurz nochmal die Theorie wiederholt. Und zwar ist ja der elektrische Leitwert G jetzt der Kehrwert des elektrischen Widerstandes R. Und damit beschreibt der Leitwert, wie gut ein Material den elektrischen Strom leitet. Jetzt hier mit der Hauptformel G Leitwert ist gleich 1 zu R. Und genau diese Formel brauchen wir jetzt auch hier eine Aufgabe. Und zwar, vielleicht könnt ihr erstmal selbst überlegen, wie berechnen wir jetzt davon den gesamten Leitwert der Schaltung. Und zwar gehen wir jetzt erstmal so vor, dass wir jetzt erstmal den Gesamtwiderstand berechnen, denn hier haben wir jetzt noch keine Leitwerte gegeben, damit können wir nichts machen. Wir berechnen jetzt erstmal den Gesamtwiderstand der Schaltung. Und wir sehen, wir haben jetzt hier einmal eine Parallelschaltung, also ein Parallelspike und dann noch hier einen weiteren Widerstand in Reihe geschaltet. Das heißt, erstmal berechnen wir diesen Parallelwiderstand aus. Ist dann nach der Formel R, ich nenne ihn mal Parallel RP gleich. Und dann ist ja die Formel R1 mal R2 durch R1 plus R2. Allgemeine Formel bei Parallelschaltungen. Und dann jetzt hier mit den Werten eingesetzt. Ja, dann 10 Ohm mal 10 Ohm ist jetzt 100 Ohm. Jetzt, ja, Ohm Quadrat berücksichtigen wir nicht, wir betrachten jetzt nur die Zahlenwerte. Also 100 durch und dann jetzt hier R1 plus R2 ist dann 10 Ohm plus 10 Ohm, ist 20 Ohm ohne Zahlenwerte berücksichtigt. Kommen wir dann insgesamt auf einen Wert von 5 Ohm. Und dann müssen wir eben noch jetzt hier den in Reihe geschalteten Widerstand R3 berücksichtigen. Und dann gilt ja Reihenschaltung, wir addieren jetzt diesen Parallelwiderstand plus diesen Widerstand, ist dann also R gesamt gleich und dann 5 Ohm plus hier R3 15 Ohm ergibt dann einen Gesamtwiderstand von 20 Ohm. Und dann können wir jetzt im letzten Schritt ganz einfach den Leitwert brechen. Hier einfach mit der Formel G gleich 1 zu R. Also dann G gleich 1 durch 20 Ohm. Und das ist dann gleich 0,05 Siemens. Jetzt wichtig, Einheit ist mal groß S für Siemens. Das wird dann hier die einfache Lösung der Aufgabe. Und ja, jetzt blinke ich noch hier meinen Chemie- und Mathe-Kanal. Da mache ich auch ein Lehrvideo, falls ihr es habt, könnt ihr auch direkt vorbeischauen. Und das war's dann damit zu diesem Video.